Ja, willkommen zurück zu House of Da Vinci 2. Und, oh, schön hier, ne? Guck mal. Der Turm ist weg. Wir wissen nur nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Warte mal. Der Typ ist ja nach unten gerutscht. Können wir denn da jetzt irgendwo was sehen? Griff gekriegt. Ah, warte mal. Vielleicht können wir da nach unten reisen. Nee, auch nicht. Hier können wir auch nichts mehr machen, oder? Ne, da haben wir den Griff gekriegt eigentlich, ne? Komisch. Also doch wieder nach oben, aber da war doch jetzt nichts mehr. Wir müssen da irgendwas einsetzen. Das habe ich wohl beim letzten Mal ja schon gesehen. Nämlich hier. Aber da lässt sich nichts einsetzen. Das doch noch mal angucken. Das ist so ein Dreier-Ding, ne? Ob ein Tisch irgendwo noch einsetzbar ist. Keine Ahnung. Dann sehe ich hier gar nichts zum Einsetzen. Und hier so ein Ding. Da muss ich das immer wieder stoppen. Und die Flamme einfach ausmachen. Das ist immer. Ey, dann kommt ihr weiter. Und dann wisst ihr nicht mehr, wo ihr jetzt hin müsst. Das ist verrückt, oder? Verlasse den Turm so schnell du kannst. Ha. Naja. Gerne, aber. Ach, warte mal. Nee, das haben wir das schon gemacht hier. Verlasse den Turm so schnell du kannst. Ja, wie? Wo soll ich den verlassen, Freunde? Ich würde ihn sehr gerne verlassen, wenn ich hier wüsste, wie ich jetzt hier rauskomme. 0507. Ich kann ja auch hier nichts einstellen an diesen Dingen, ne? Ist auch zu. Ach. Ach. Das war's. Dann verlassen wir den Turm so schnell wir können. Müssen wir uns das doch nochmal angucken. Okay, da kommt der Griff dran. Okay, wir verlassen das Ding. Und jetzt? Ach du Scheiße. Sollen wir jetzt 1506 oder was eingeben? Oder 1495.
Stellen geschrieben. Also reichst ich ins Jahr 1400, du landest im Jahr 1508. Okay, 1508 für so eine Nummer. Tut sich auch nichts. Beim Jahr 1508 stehen geblieben. Hm, 1506. Vielleicht ist jetzt das wichtig, was wir hier sehen an den Teilen. 10, 15. 05, 07. Nein. Ach, hier, guck mal. Hm. 10, 15. 0, 5, 7, 10, 15. Ich gebe die mal alle ein. Ich glaube, ich habe da schon so eine Idee. Und zwar, wenn ihr mal hier im Buch guckt, hier unten ist ein Pfeil. Heißt das jetzt 8127 und dann in dieser Reihenfolge von hier an oder was? Versuchen wir es mal. 8127. Da passiert nichts. Hm. Das nächste wäre 0507. Auch nichts, obwohl da sind so komische, seht ihr? Ach ne, das schimmert nur so. Das andere wäre 1027. Hm, passiert auch nichts. Hm. Komisch. Jetzt hier. Achso. Also theoretisch müsste es ja dann genau gegenüber sein. Die 0507. Oder 7050. Tauschen wir diese Stellen mal aus. Hm, komisch, ne? Kann mir jetzt noch nicht erklären, welche Sicherung wir da eingebaut haben.
ist auch nur hier die Auswahl. Soll das denn heißen? Soll das jetzt heißen, von 8127 nach 0507 oder was? Komisch, lese mir das nochmal in Ruhe durch. Den Handschuh nicht. Verstehe ich nicht. Man ist wahrscheinlich wieder blind. Man sieht es wieder nicht. Versuch mal 1498. Das ist aber auch nicht. Leute, warum ist das denn so schwer jetzt auf einmal? Warum ist das so schwer? Das hat doch irgendwie mit den Zahlen hier zu tun. Definitiv, oder? Seht ihr doch genauso, ne? Da. 10, 15. Warte mal. Sind das dieselben Zahlen? Nein, sind sie nicht. Ha. Aber 1495 war das doch. Hier ist noch 1501, wenn du die beiden nimmst.
man sich ein. Was ist denn da? Moment, stopp. Da stehen andere Zahlen drauf. Zahl drauf, da steht 2031 drauf. Warum? Habt ihr gesehen? Da. Ah, okay. Den hatten wir noch nicht. Was heißt das? Fangen wir bei 057, aber im 8127 fangen wir mal an. Ich hätte auch gelacht, wenn wir da nicht noch hinkriegen würden, oder? Kein Trick drin oder so. Ich kann jetzt zwar sehen, dass diese hier so ein bisschen leuchten. Aber es ändert sich hier aber auch nicht. Boah, Freunde, das ist jetzt aber knackig, ey. Weil ich sag mal, 1495, das wäre ja der Ort, wo der Da Vinci ist, hingereist ist. Und wir sind nach 1500. Da kann man eben nicht gehen, aber wo ist der Klick? Hier unten steht 1508. Hier. Aber hier ist nichts mit 1508. Verlasse diesen Turm so schnell du kannst. Ja, super. Also Freunde, ich werde versuchen, diese ganzen Sachen zusammenzurechnen. Das mache ich aber dann offscreen. Ich rechne die Zahlen zusammen. Und dann gucken wir mal, was... Machen wir so ein paar Zahlenrechnungen. Und dann melde ich mich wieder in der nächsten Folge. Okay? Also ich werde nicht oben auf den Button drücken. Braucht ihr keine Sorge haben. Ich will keinen Hinweis. Ich kriege das alleine raus. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!